Hallo Kinder, hier ist Herr Linden. Ihr seht, ich habe so eine komische Position gerade. Ich liege hier halb auf dem Tisch. Das liegt daran, weil ich meine Kamera schon eingestellt habe und die gleich nicht noch verstellen möchte, während ich filme. Und zwar sollt ihr heute gar nicht mich sehen, sondern beziehungsweise nicht mein Gesicht, sondern nur meine Hände. Meine Hände und diesen Becher hier. Und zwar geht es heute um das Lied Die Jahresuhr. Und das kennt ihr vielleicht schon mal, weil ich es bestimmt schon mal mit manchen von euch gesungen habe. Die Jahresuhr, das geht so: Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Ja, und dann geht das weiter. Man singt das, kann das stundenlang singen, weil das Jahr, wenn es vorbei ist, fängt dann ja wieder ein neues Jahr an. Und dann hat man wunderbar alle Monate, alle Monatsnamen in der richtigen Reihenfolge, gesungen und man weiß dann für sein ganzes Leben, wie das Jahr so abläuft. So, in der Schule, da dürfen wir ja nicht singen zurzeit. Und ja, ihr könntet natürlich jetzt alleine zu Hause am Bildschirm mitsingen. Das sollt ihr nachher auch. Aber wir wollen heute zusätzlich mit den Händen eine kleine Trommeleinheit hier machen. Und zwar mit diesem Becher. Und zwar wird es ein Cup-Song. Cup heißt ja Tasse oder Becher. Dieser Becher ist allerdings aus Plastik, sollte er auch sein, weil aus Porzellan wäre nicht so günstig, da würde er schnell kaputt gehen. Ja, und ich werde euch das gleich mal vormachen. Ihr müsst es direkt nachmachen. Wenn ihr jetzt noch keinen Becher habt, dann stellt das Video kurz aus und besorgt euch erstmal einen. Okay, es geht los. Also, ich trommel auf den Becher, aber ich trommle auch auf den Tisch. Und zwar fange ich mit dem Tisch an. Januar, dreimal, ja? Eins, zwei, drei. Und wenn ich mit der einen Hand klopfe, gehe ich mit der anderen Hand hoch. Klopf, klopf, klopf. Ne? Immer abwechselnd. Ja, rechts oder rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Nochmal. Rechts, links, rechts. Und das gleiche macht ihr dann auf dem Cupsong, aber mit der Hand, die gerade oben ist. Also nochmal. Rechts, links, rechts. Und geht mit der Hand, die oben ist, direkt auf den Becher. Links, rechts, links. Nochmal von vorne. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Nochmal mit dem Tisch. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Super. Und dann macht ihr aber eine andere Bewegung. Und zwar, ihr nehmt dann, ihr schlagt doch mal mit der anderen Hand auf den Tisch, nehmt den Becher, hebt ihn hoch und klopft wieder auf den Tisch. Ich habe hier ein bisschen Papier untergelegt, damit es nicht ganz so laut klackert, wenn ihr irgendwo Kinder in der Nähe habt, die vielleicht gerade was anderes machen und lernen oder eure Eltern
die gerade vorm Computer sitzen und was arbeiten müssen. Bitte nehmt ein bisschen Pappe oder Papier, damit es nicht ganz so laut wird. Okay. So, ich fange jetzt noch mal ganz langsam von vorne an und mache das gleich mit dem Becher auch. Also, seid ihr bereit? Gut. Also, rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Dann mit der rechten Hand wieder auf den Tisch. Den Becher mit der linken Hand greifen, hochheben und auf den Tisch. Tja, das ist so langsam, natürlich einfach, aber ihr sollt das jetzt etwas schneller machen. Ich mache es mal gerade schnell vor, damit ihr wisst, wie es am Ende sein soll. Also, es soll so sein. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, klotsch. Ich glaube, ich habe mich jetzt mit den Seiten vertan. Nochmal. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, hoch und klatsch. Nochmal? Nein, wir machen es erstmal langsam. Ihr macht direkt mit. Also zusammen. Habt ihr die Hände bereit? Gut, es geht los. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, Becher, klatsch. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, klatsch. Na, das geht da, 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 da. Am Ende muss das so schnell sein. Also, wir üben, wir werden langsam schneller. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, Glock. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, Glock. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, Klotsch. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, Klock. Und war das schon okay oder wollt ihr noch mal langsamer machen? Ich mache noch einmal etwas langsamer und dann werden wir immer, immer schneller. Okay, es geht los. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Tisch, Becher, Glock. Jetzt etwas schneller. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Tisch, Becher, Glock. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Tisch, Becher, Glock. Übrigens, macht es nicht so, dass ihr mit der ganzen Hand auf den Becher haut, weil dann kriegt ihr die andere Hand so schlecht wieder weg. Ne? Also macht das vielleicht mit den beiden, nur mit diesen beiden Fingern, ja? Zeigefinger und Mittelfinger. Ne? Rechts, links, rechts. Oder eben so, dass ihr nur mit der einen Hand auf die eine Hälfte vom Becher haut, mit der anderen auf die andere Hälfte. Ne? So. Gut, wir werden langsam schneller. Es geht los. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, Tisch, Becher, Klatsch. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, Klack. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, Tisch, Becher, Klack. 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 Schneller muss es gar nicht sein. So, dass das nicht sofort beim ersten Mal klappt, das ist ganz, ganz normal. Und ihr könnt einfach immer noch mal üben, dreht das, ne, schiebt den. Das Video immer wieder ein bisschen vor,
oder auf ganz Anfang, guckt es euch zweimal an. Das kann man nicht sofort perfekt können, ne? Also ich habe da auch wirklich geübt, obwohl das jetzt kein sehr schwerer Rhythmus ist, ne? Also, so, jetzt kommt der zweite Teil der Aufgabe. Ich habe euch das Lied Die Jahresuhr als Link in Logineo auch reingesetzt. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr mal versuchen, zu dem Lied, ihr müsst das nicht mitsingen, das verwirrt euch vielleicht oder das macht es ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr beim Üben jetzt hier wirklich auch mit dem schnellen Tempo mithalten konntet, dann versucht mal, das mit dem Video zu klopfen. Ja, das ist ganz schön schwer. Versucht es und ich denke mal, das nächste Mal vielleicht, wenn wir Musikunterricht oder auch die Füchse haben ja auch manchmal auch Musikunterricht mit mir oder im Englischunterricht, dann machen wir das mal zusammen, ja? Dann hole ich die Becher raus und dann klopfen wir mal, was das Zeug hält. Okay, ihr Lieben, also, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Diese Woche ist ja nur Unterricht bis Mittwoch. Und dann wieder nächste Woche. Gut, macht's gut. Tschüss.